Vaters, verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, einige Studierende sehe ich auch. Freut mich sehr, dass Sie in dieser doch recht dunklen Jahreszeit, man könnte auch sagen, weltpolitisch etwas dunkle Zeit, hier in unserer Katharinenkapelle gefunden haben. Zur Landau-Peace-Lecture, die letzte für dieses Jahr. Die Landau-Peace-Lecture ist eine Reihe, die die Friedensakademie so drei bis viermal im Jahr, meistens zwei pro Semester, also Wintersemester zwei, Sommersemester zwei veranstaltet, die sich wendet nicht nur an Studierende oder Universitätsangehörige, sondern insbesondere auch an die weitere Öffentlichkeit, hier mit verschiedenen Themen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute eine so ausgewiesene auf ihrem Gebiet Forscherin, Assistenzprofessorin gewinnen konnten mit Claudia Brunner. Ich stelle sie jetzt kurz vor, dann wird sie in etwa, wir haben so besprochen, eine Stunde Vortrag, in etwa eine Stunde, und dann wird immer noch genug Zeit für Nachfragen und Diskussionen. Mein Name ist Herr Peter Schilling, ich bin der Geschäftsführer der Friedensakademie, aber diese Veranstaltung ist nie so, dass sie von einer Person geplant oder durchgeführt wird. Es ist immer ein, Englisch sagen wir, ein Team-Effort, oder auf Deutsch einfach sagen wir, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit. Und da habe ich jetzt das Privileg, seit April mit dem wirklich exzellenten Team der Friedensakademie zusammenzuarbeiten, und das ist hier auch ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Kommen wir aber jetzt natürlich zu unserem Star für heute Abend, zu Claudia Brunner. Claudia Brunner ist Assistenzprofessorin an der Universität Klagenfurt, dort am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung. Wie mir gerade nochmal gesagt wurde, hier eine kleine Namensänderung an die Friedensbildung. Sie hat Politikwissenschaften studiert und Geschlechterforschung an recht bedeutenden Stationen wie Wien und Paris, war auch unter anderem an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ist auch schon ihre Arbeit mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Christiana Wajewski-Preis 2011 und dem Caroline von Humboldt-Preis 2012. Wozu arbeitet sie? Das möchte ich natürlich jetzt gleich noch weiter vorstellen, deswegen möchte ich auch nicht zu sehr vorgreifen. Aber einige Schlagworte, die Sie vielleicht schon mal notieren können, ist epistemische Gewalt, Terrorismus und Selbstmord, Attentate, aber insbesondere hier auch die Wissensproduktion dazu. Also wie entsteht eigentlich Wissen und welches Wissen entsteht um diese Themen. Sie hat auch zu Gender gearbeitet, beziehungsweise arbeitet sie immer noch zu postkolonialen Themen, zu feministischen Theorien, das habe ich zumindest so interpretiert, das kann sie sicherlich nicht präzisieren. Und insbesondere fand ich interessant, ihr Diplomarbeitstitel fing mit den zwei Worten an: Männer war für Frauenkraft. Also, ich glaube, da gibt es einige doch sehr, ich will nicht sagen geladen, aber zumindest doch sehr interessante Begriffe, die uns Frau Brunner jetzt in der nächsten Stunde sicherlich anschaulich vermitteln wird. Deswegen vielen Dank, dass Sie hier sind, und wir begrüßen Sie. Hier mit mir sprechen kann. Ich spreche in einer Kirche, das ist mir erst in den letzten Wochen gedämmert. Ist nicht ganz üblich für jemanden, der Wissenschaft betreibt, das ist mir aber auch nicht ganz unvertraut, weil ich eine weit entfernte Vergangenheit in der kirchlichen Jugendarbeit habe. Aber ja, es ist ein lustiges Back to the Roots oder auch nicht, bei dir zu sprechen, finde ich das spannend für mich. Ich spreche nicht über das, was Sie konventionell unter Gewalt verstehen. Es ist schon erwähnt worden, Terrorismus, Selbstmord, Attentate, das ist sozusagen the worst case of evil, den wir uns vorstellen können, direkte physische Gewalt noch dazu illegitim und furchtbar. Und das ist sie auch. Ich spreche über Gewalt in einem ganz anderen Sinne, nämlich in einem weiten Sinne, über epistemische Gewalt, und in meiner Arbeit setze ich mich mit dem Verhältnis von Bezugproduktion und Gewalt auseinander, in einem weiten Sinne.
Das ist mein Habilitationsprojekt, das heißt, das mag hin und wieder ein bisschen abstrakt sein, darum auf den Folien. Ich versuche trotzdem ein bisschen später zu Ihnen zu sprechen und das nicht allzu abgewogen werden zu lassen. Und das, worauf ich mich zur Illustration beziehe, ist von ein bisschen älteren Datums. Da geht es um die Kultur des Friedens, Menschenrechtsbildung, eventuell auch Global Citizenship Education. Ich bin keine Pädagogin, ich bin hier nicht die Expertin, sondern ich schaue mir sozusagen aus meiner Theorieperspektive, aus meinem Interesse am Zusammenhang von Wissen und Gewalt an, was das bedeuten kann für friedenspolitische, wissenspolitische Interventionen, die alle im Sinne von Friedensforschung, Friedenspolitik gut gemeint sind und manchmal eben auch problematisch sein können. Was werde ich machen? Ich versuche Ihnen ein bisschen näher zu bringen, was unter dem Begriff epistemische Gewalt zu verstehen ist. Ich möchte Ihnen die dekoloniale Perspektive der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein näher bringen. Das ist sozusagen mein Theorieboden, von dem aus ich spreche, über Gewalt in diesem weiten Sinn, der mit Wissensproduktion zu tun hat. Und wie gesagt, versuche das dann noch an zumindest einem, wenn mehr Zeit ist, zwei oder drei Beispielen zu illustrieren, damit Sie sich darunter was vorstellen können. Was ist epistemische Gewalt und was tut sie? Was Sie da oben rechts sehen in diesem Kreis, ist ein Archiv, das Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, das Philipp Schäffner in einem fantastischen Film, der Half Moon Files heißt, aufgearbeitet hat. Es geht darin um die Archivierung, die wissenschaftliche Vermessung von Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs im Gefangenenlager Wünsdorf bei Berlin. Und der Film zeigt sehr schön, wie Wissensproduktion, Krieg und Gewalt und Wissenschaft verwoben ist. Deswegen habe ich dieses Bild ausgewählt. Ich habe mich auf die Suche gemacht, wer spricht überhaupt von epistemischer Gewalt? Das ist ein Begriff, der in post- und dekolonialen Debatten sehr vertraut ist, in vielen anderen auch sehr ungewöhnlich. Viele von Ihnen hören ihn vielleicht heute auch zum ersten Mal. Die Friedensforschung hat aus meiner Sicht ein sehr eingeschränktes Verständnis davon. Johann Galtung, den kennen Sie wahrscheinlich, hat 1990 zu kultureller Gewalt gearbeitet und hat Wissen drin verortet, spricht aber nicht von epistemischer. Kulturelle Gewalt, also das Wissen, das er meint, ist etwas, das nähert andere Gewaltformen und legitimiert sie, rechtfertigt sie. Er hält es für ziemlich unveränderlich und spricht von Kosmologien und Zivilisationen, auf die ich hier nicht weiter eingehe, die auch sehr problematisch sind, das werde ich später noch erwähnen. Manzana, aus den 80er Jahren, ein Schweizer Philosoph, repräsentiert einen anderen Zugang, der ihnen wahrscheinlich auch vertraut ist. Wir halten Wissenschaft und Bildung eigentlich für etwas genuin Gewaltfreies und sogar Gewaltminderndes und Gewaltlosigkeitsförderndes. Wir haben viel Hoffnung und Energie, dass Bildung und Wissen dazu beiträgt, Gewalt zu mindern. Was er allerdings sagt, ist, dass diese Wissenschaft durchaus anfällig ist für Überheblichkeiten von innen oder für Ideologie von außen, auch ein Verständnis, das für mich nicht weit genug geht. Glück Reichler, auch aus der Friedensforschungs-Community, fasst das eher psychologisch und meint, okay, wir haben da ein Problem mit Gewalt in unserem Wissen und das sei eher eine psychologische Frage, diese Mauern abzubauen. Er spricht von einer Gemeinsamkeit und einem Wir-Gefühl, dann das zu aktivieren sei, das kennen Sie alles aus Friedensdebatten. Finde ich auch nicht wirklich abendfüllend, weil es darum geht, den Zusammenhang von Wissenschaft und Gewalt in einem größeren politischen Sinne zu verstehen. Feministische Theorien gehen davon ein bisschen weiter. Schrecken Sie sich nicht, da sind ganz viele Abstraktionen drauf. Ich habe ja eine feministische Philosophin herangezogen, um das ein bisschen zu illustrieren. Sie sprechen von epistemischer Unterdrückung oder Gewalt, erster, zweiter und dritter Ordnung. In der ersten Ordnung geht es darum, dass Wissen vorhanden ist, aber einfach nicht ausreichend geteilt wird. Wie können wir das beheben? Indem wir uns mobilisieren, Macht verteilen und die Wissensressourcen sozusagen besser zugänglich machen. Da wird das Wissen selbst aber natürlich in Frage gestellt. Diese epistemische Gewalt zweiter Ordnung meint, das ist nicht nur nicht richtig aufgeteilt, dieses Wissen, das wir haben, sondern das Wissen selbst ist vielleicht auch nicht ganz passend. Das heißt, wir müssen epistemischen Ressourcen, das Wissen selbst kritisieren und verändern. Wir müssen uns andere Theorien, andere Methoden überlegen, sozusagen von innen heraus verändern. Und ganz pessimistisch wird es bei der Gewalt dritten Ordnung, epistemischen Gewalt dritten Ordnung, weil da stellt sie fest,
diese Wissenschafts- und Wissenssysteme sind irrsinnig beharrlich in dem, wie sie funktionieren. Es ist wahnsinnig schwer, das werden sie aus ihrer Praxis, sei es in der Uni oder in einer NGO oder in Solidaritätsbewegungen kennen. Es ist ein unglaublich langer Prozess, nur kleine Bewegungen und Verschiebungen zu erreichen. Das heißt, man muss diese epistemischen Systeme selbst herausfordern, was nicht einfach ist. Die für mich lohnendsten Perspektiven auf epistemische Gewalt habe ich in den sogenannten Post- und dekolonialen Theorien, also in Wissensproduktion aus Ländern des globalen Südens gefunden. Und die stellen drei wichtige Punkte fest. Erstens, wir haben eine geteilte Geschichte des Kolonialismus, die ist nicht vorbei, nur weil der Kolonialismus politisch angeblich vorbei ist, was auch nicht für die ganze Welt stimmt, Klammer auf, Klammer zu. Zweitens, wir haben ein global durchgesetztes kapitalistisches Weltsystem, spätestens seit dem Fall des West-Ost-Systems, und dieses kapitalistische Weltsystem hat zutiefst mit unseren Wissenssystemen auch zu tun, mit unserer Wissensproduktion, mit dem, was wir überhaupt wissen können und wie. Das heißt, im Wissen selbst ist eine Art von Gewalt drin, die etwas mit uns macht und die etwas mit dem Wissen macht. Und drittens sprechen Sie von Eurozentrismus, also einer sehr europäischen Imprägnierung von Wissen weltweit, und Okzidentalismus, das ist vielleicht ein weniger geläufiger Begriff, das bedeutet, dass alles von einer westlichen Perspektive aus gedacht wird, die auch universalisiert ist und die nicht das Gegenteil von Orientalismus ist. Das sind jetzt einführende Begriffe, da gehe ich nicht so ins Detail, das können Sie gerne nachfragen oder dazu kommentieren im Anschluss. Ich versuche das nur ein bisschen abzureißen. Ja. Es geht da jedenfalls darum, dass man sagt, Europa hat sich als privilegierter Ort von Macht, Reichtum und Wissen herausgebildet in einem historischen Prozess. Und in diesem Prozess sind nicht nur Machtressourcen universalisiert worden, sondern auch Wissensressourcen. Und das alles ist eingewoben in einen Mythos der Moderne, der sich universalisiert hat, der mit Idealen der Aufklärung des Fortschritts der Zivilisation einhergeht, der aber abgeschnitten ist von seiner kolonialen Geschichte. Das ist im Wesentlichen die Idee. Postkoloniale Theorien beschäftigen sich hauptsächlich mit dem 17., 18., 19. Jahrhundert, mit Asien und Afrika. Dekoloniale gehen noch weiter zurück an den Beginn der kolonialen Eroberung der Amerikas, also bis Kolumbus bis 1492. Ist das ein bisschen verständlich im schnellen Durchblick, was epistemische Gewalt ist, oder soll ich da jetzt nochmal kurz was vertiefen? Bitte gerne intervenieren, wenn das jetzt in einem zu schnell war, der Einschnitt. Also ich spreche von epistemischer Gewalt, von Gewalt, die im Wissen ist, die im Innen wohnt und die etwas mit der politischen Geschichte des Kolonialismus zu tun hat, der noch anhält, und den dekolonialen Perspektiven im Begriff der Kolonialität fassen. Sie sagen also, das ist nicht vorbei, die politische Dekolonisierung mag größtenteils vorbei sein, aber da wir 500 Jahre lang in diesem System gelebt haben und sich das universalisiert hat und quasi keine Alternativen mehr existieren, müssen wir von so etwas wie Kolonialität sprechen, die noch anhält, ein Zustand der Kolonialität. Und das äußert sich wieder, ich habe es ja illustriert, zum Beispiel darin, dass man in Österreich eine sehr beliebte Mehlspeise immer noch unter einem rassistischen Namen in den Speisekarten führt. Ich glaube, Sie sind da noch nicht so weit weg von Österreich. Sie werden es kennen, das sogenannte Moor im Hemd. Immer wenn ich essen gehe, schaue ich, ob es noch drinsteht. Ich bin keine Bierikerin, aber ich sage einmal, in 8 von 10 Fällen steht dort nicht Schokolade, sondern Moor im Hemd. Also in diesen ganz kleinen Dingen ist die Kolonialität sozusagen noch drin und deswegen wird sie gespeist. Dekoloniale Perspektiven, auf die ich mich beziehe, sagen, wir leben nicht einfach in der Moderne, so wie wir denken, dass wir es tun. Wir wissen, die Moderne hat auch ihre gewaltförmigen Seiten, aber eigentlich ist es Fortschritt, Zivilisation, Entwicklung, Demokratie etc. Ich spitze ein bisschen zu. Sie sagen, wir müssen diese Kolonialität, die Sie Unterseite nennen, mitdenken. Deswegen sprechen Sie auch von einem Begriffspaar Modernität, Kolonialität und von einer kolonialen Matrix.
Und diese Matrix oder dieses System, das sind Typologien, ja? Das ist nichts, das man festschreiben kann, dass man sagt, hier fällt es an, hier hört es auf. Das sind Denkfiguren, Typologien, die versuchen, das zu rationalisieren oder zu erklären. Sie sagen, es besteht aus drei Ebenen, die Kolonialität. Einer Kolonialität der Macht, einer Kolonialität des Wissens und einer Kolonialität des Seins. Also es geht sehr, sehr tief in unser Wissen hinein, in unsere Existenzweisen. Ich versuche Ihnen die drei Begriffe ein bisschen zu umreißen, was das bedeutet, die Kolonialität der Macht. Vor allem Annibal Quijano hat dazu gearbeitet und wird sehr viel zitiert. Ihm geht es darum, festzustellen, dass Kapitalismus und die ihm zugrunde liegende Ausbeutung von Menschen und von Ressourcen sich weltweit durchgesetzt hat, dass der Staat sich als einzige Autorität öffentlicher Art weltweit durchgesetzt hat, nämlich der moderne europäische Nationalstaat nach diesem Modell. Andere Formen sind quasi nicht existent. Und schon erwähnt, dass die Denk- und Wissensweise eine eurozentristische ist, also auch etwas, das sich weltweit mehr oder weniger durchgesetzt hat. Es wird dann später noch ergänzt und erweitert, auch die Fragen von Sexualität und Reproduktion sind universalisiert worden. Die Art und Weise, wie man denkt, dass Menschen zu Subjekten werden, zu politischen Subjekten und auch die Art und Weise, wie sie Erkenntnis generieren, gewinnen und auch weitergehen können. Und ganz wichtig, auch die Art und Weise, wie Menschen mit der Natur und ihren Ressourcen umgehen und wie sie diese Natur verstehen. Da komme ich später nochmal zurück drauf. Und die zentrale Linie da drin ist die Implementierung dessen, was zuerst Rasa geheißen hat im Spanischen und Race im Englischen, im Deutschen fühlt uns immer sehr unwohl, Rasse zu sagen. Sie wissen, dass wir das mit Anführungszeichen sagen, aufgrund der europäischen Geschichte. Aber es geht um Race als zentrales Organisationsprinzip all dieser wichtigen Kolonialität der Machtaspekte. Als Modus des Denkens, der Organisation, von Arbeit, von Wissen, von Gesellschaft. Und auch als Legitimation dieser Ordnung. Das ist ganz zentral. Sie sehen, ich habe immer alle drei Begriffe drin, einer dunkel, zwei hell, weil die natürlich miteinander verbunden sind. Typologisch gehe ich zum zweiten, zur Kolonialität des Wissens. Die besagt, dass wir uns heute in einem System wiederfinden, in dem Trennungen und Teilungen der Welt feststehen, implementiert sind, die in der kolonialen Phase über 500 Jahre weg entwickelt worden sind und auch in Formen des Wissens darüber. Also allein wie wir unsere Kontinente bezeichnen, dass wir Nord und Süd sagen, sind Ergebnisse der kolonialen Praxis und der politischen Praxis und nicht einfach per se existent. Vor, keine Ahnung, 20.000 Jahren hätte niemand Europa sagen müssen, weil Europa als Idee noch nicht existent war, geschweige denn andere. Also diese Transformation des Wissens geht Hand in Hand mit der politischen Praxis und das ist aus dieser Perspektive ganz klar eine koloniale oder auch später immer noch imperiale Praxis. Die Baseline dieses Modus der Kolonialität des Wissens ist laut der Perspektive die Unterscheidung, die frühe koloniale Unterscheidung zwischen dem, was Gott ist, dem, was Mensch ist und dem, was Natur ist. Das war nicht notwendigerweise immer so. Es gibt uralte indigene Kosmologien, die das viel einheitlicher sehen, die zuerst christliche und später säkulare Art und Weise, die Welt zu sehen, die sich durchgesetzt hat, geht von dieser Trennung aus. Gott ist nicht gleich Mensch, ist nicht gleich Natur. Und das führt dahin, dass wir schließlich Körper vom Geist trennen und Materie von Vernunft trennen. Und das ist der Modus, mit dem europäische Kolonisatoren in die Amerikas gefahren sind und mit dem sie Menschen begegnet sind und mit dem sie eine Unterscheidung getroffen haben zwischen dem, was das europäische weiße Subjekt ist, das in die Welt fährt, um Ressourcen zu erbeuten, und den Lebewesen, die man dort findet und die man, mit denen man erstmal nichts anfangen kann und dann lange Debatten darüber hat, ob das Menschen sind oder nicht und letztlich zu einer deutlichen Abstufung von Menschlichkeit kommt. Entlang von Race, wie ich schon erklärt habe, und auf Basis dieser epistemischen oder philosophischen oder theoretischen Unterscheidung. Die Begriffe sind, man geht weg von einer, das heißt
Theopolitik, also von einer Erklärung aus einem christlichen, damals auch religiösen Paradigma, hin zu einer Ego-Politik, einem säkularen, säkularisierenden Paradigma, in dem es Gott angeblich keine Rolle mehr spielt, aber eigentlich wieder verwandelt zu etwas anderem, nämlich zum Imperial Man. Und darauf ist auch zurückgekommen. Was dann wichtig ist, ist, dass die Erkenntnisfähigkeit, also wem überhaupt zugesprochen wird, was zu wissen über die Welt und das auch weiterzugeben, wird radikal entkoppelt von Körperlichkeit und von Materialität. Das heißt, es ist egal, wo auf der Welt ich lebe, oder es ist, sagen wir so, andersrum. Es macht für die Erkenntnis keinen Unterschied aus der Perspektive, wo ich lebe oder wer ich bin, ob ich Mann oder Frau bin, welcher sogenannten damals Rasse ich angehöre, weil man denkt, dass gewisse Menschen zur Abstraktion fähig sind und die anderen eben nicht. Donna Harrow, eine feministische Theoretikerin, nennt das schon den God-Trick. Das kann man sich gut vorstellen, das ist der passende Ort dafür. Sie kennen sicher dieses, glaube ich, katholische Zeichen, das Dreieck mit Gottes Auge. Der God-Trick ist, man kann sich abstrahieren von der Welt, in der man lebt, kann hinunterschauen auf die Welt, kann sie fragmentieren, kann sie einteilen in entwickelte und unterentwickelte Länder und in schwarze und weiße und andersfarbige Menschen und in Männer und Frauen und in, Sie sehen, worauf ich hinaus will. Man tut so, als hätte die eigene Körperlichkeit und die eigene politische Verortung nichts mit dem zu tun, was man denkt und was man spricht und was man für wahr hält und was man auch als wahr weitergibt und als gerechtfertigt und sich einteilt. Dabei wird aber auch unsichtbar, wer ich bin, von wo aus ich spreche, welche Privilegien ich habe oder welche Marginalisierungen mein Leben prägen, wie ich überhaupt zu der Position gekommen bin, in der ich jetzt hier als Akademikerin vor Ihnen stehen kann und spreche. Das sind Privilegien, die unsichtbar werden in dieser Abstraktion. Und was damit einhergeht, ist dann infolgedessen in dieser Theorieperspektive die Vorstellung eines Evolutionismus, dass sozusagen es gibt einen Ort, wo die Klugen und Reifen und Entwickelten sind und es gibt Orte, wo die nicht sind und die können und müssen und sollen dorthin entwickelt werden oder auch nicht. Darüber gab es natürlich über die Jahrhunderte politische Debatten. Ein analytischer, aber auch politischer Begriff dafür ist die Geo- und Körperpolitik des Wissens. Also ich glaube, das ist recht leicht verständlich. Es geht darum, sichtbar zu machen, wo steht jemand in seiner Wissensproduktion und von welchen sozialen Rahmenbedingungen ist diese Wissensproduktion auch abhängig. Jetzt wird es noch ein bisschen abstrakter. Ich bin auch keine Philosophin. Wer Philosophin unter Ihnen ist, wird vielleicht die Stirn in Falten werfen und kann mich gerne korrigieren. Hier geht es um das, heißt auf wissenschaftlicher ontologischer Ebene, betrifft das Sein selbst. Das auch so einige Personen in dieser Debatte von dieser Kolonialität tief infiziert ist. Und Maldonado Torres, auf den ich mich hier insbesondere beziehe, geht vom Paradigma des Krieges und von der Gewalt, also von der ganz direkten physischen. Da ist die epistemische Gewalt jetzt gar nicht mehr abstrakt, sondern er geht von der Gewalterfahrung der Menschen aus, die zur Herstellung von Herrschaftsordnung wichtig ist, nicht nur im Sinne derer, die Gewalt ausüben, sondern auch im Sinne derer, die sie erleiden. Er spricht von einer Nicht-Ethik des gerechten Krieges, also das darf man nicht vergessen, dass diese ganze koloniale politische Entwicklung parallel lief mit philosophisch-politischen Debatten über den sogenannten gerechten Krieg, der immer noch ein wichtiger Begriff ist in der heutigen politischen Theorie. Er geht mit den antikolonialen Theoretikern wie Fanon aus von der Zone der Nicht-Existenz, dem Abgrund, wo die Menschen verortet werden, die sozusagen diese Gewalt direkt physisch jeden Tag erleiden und auf deren Rücken diese Herrschaftsordnung aufgebaut wird. Und er sagt, diese Vernichtung, physisch, aber auch epistemisch, sozial, ist eigentlich die Möglichkeitsbedingung der kolonialen Expansion und also das Fundament unserer heutigen Weltordnung. Ich versuche das noch ein bisschen anders zu erklären, weil es ein bisschen kompliziert ist. Den werden einige von Ihnen kennen, blöderweise steht der Name schon dabei, jetzt kann man immer raten. Descartes, ganz wichtig für die europäische Philosophie, was hat er gesagt? Multitud ergo sum.
andere mich, weil mein Denken ist was anderes als meine Materialität. Mein Denken ist gottähnlich, die Materialität ist es nicht. Und was Maldonado Torres sagt, ist, mit dem Satz geht natürlich einher, andere denken nicht, also denken sie nicht. Oder zumindest keine politischen Subjekte, die erkenntnisfähig sind und deren Wissen irgendwie relevant ist. Maldonado Torres sagt, dass das zu denken in der Mitte des 17. Jahrhunderts eigentlich nur möglich war, aufgrund der konkreten politischen Geschichte der Eroberung und auch der Vernichtung. Die dekoloniale Perspektive sagt, es ist nicht so, dass ein Europäer 1641 sich hinstellt und sagt, ich denke, also bin ich, sondern dass das nur möglich war, weil Europa diese Erfahrung der Eroberung und Vernichtung schon gehabt hat, weil es schon eine rassifizierte Weltordnung implementiert hat, weil es schon eine Vorstellung darüber hatte, wo die politische Wahrheit und Erkenntnisfähigkeit liegt und wo nicht. Wo der Anspruch ist, die Welt zu gestalten und wem er erst näher gebracht werden muss. Dass das nicht nur abstrakte Theorien sind, sondern eben sich in dieser Zone der Nicht-Existenz und in der Vernichtung äußert, legt Oscar Wilde meines Erachtens sehr überzeugend dar in einem kurzen Aufsatz. Und er verbindet vier von ihm sogenannte Genozide, Epistemizide, auch wieder sehr abstrakt, aber im Prinzip wissen wir, die massenhafte Vernichtung von Menschen, Epistemizid meint die Vernichtung von Wissen, von Spiritualität, von Seinsweise, von Epistemologien, also von all dem, was nicht in dieses geschilderte Raster passt, weil es es herausfordert, weil es es verunmöglicht. Und diese Theoretikerinnen sprechen vom sogenannten langen 16. Jahrhundert und zeigen, dass es vier Prozesse gab, die relativ gleichzeitig stattgefunden haben, die aber selten zusammengedacht werden. Begonnen hat es doch bevor Kolumbus, der vermeintliche Seefahrer und Entdecker, in Wahrheit ein Söldner im Dienst der spanischen Krone, aufgebrochen ist. Es begann in der spanischen Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, von Juden und Jüdinnen und Musliminnen vertrieben, zwangskonvertiert, umgebracht wurden, mit der Argumentation der Blutreinheit. Das war noch die christlich-theologische Rationalisierung. Also wessen Blut ist wie rein und welcher Subjektstatus knüpft sich daran. Da gab man dann eine Zeit lang auch noch die Möglichkeit der Konversion. Also du hast schon die falsche Religion, aber wenn du konvertierst, können wir uns irgendwie einig werden in dieser Vereinheitlichung des spanischen Territoriums. Mit dem Aufbruch in die Amerikas hat man dort ganz andere Menschen gefunden. Die konnte man weder christlich einsortieren, noch jüdisch, noch muslimisch, noch irgendwie anders. Und man hat sich gefragt, haben die überhaupt eine Seele? Weil sie eine andere Religion haben, wie man sie zur Konversion zwingen. Wenn sie aber nicht einmal eine andere Religion haben, weil das einfach so fremd ist für uns Kolonisatoren, dann müssen wir eigentlich daran zweifeln, dass sie überhaupt irgendeinen Gott haben. Und wer keinen Gott hat in dieser Perspektive, in diesem Paradigma, kann eigentlich keine Seele haben, ist dem Tier als näher als dem Menschen. Und das war der Grundstein zur Weiterentwicklung dieser Kategorie Rasse, die eine religiöse Tradition, sozusagen eine Vorgeschichte hat, sich dann aber im Laufe der Zeit selbstständig naturalisiert hat und auch abgespalten von dieser religiösen Tradition, aber nie ganz weg war von ihr. Jetzt hat man sich auseinandergesetzt, haben die Indigenen eine Seele, können wir die jetzt irgendwie versklaven oder nicht? Wie machen wir das jetzt mit der kolonialen Eroberung? In diesem Zuge hat man auch begonnen, massenhaft Menschen aus Afrika zu versklaven und in die sogenannte Neue Welt zu verschiffen, um verschiedenartigste, rassifizierte Menschengruppen zu organisieren, um diesen Ausbeutungsprozess besser über die Bühne zu kriegen, polemisch zugespitzt. Da war ganz klar, dass sich die Kategorie Rasse als Rasse noch stärker herausbildet. Da war dann auch nicht mehr die Frage, Seele oder nicht, sondern es war dann schon deutlich an Vernichtungsprozesse gekoppelt. Was feministische Theoretikerinnen wiederum erwähnen und bei den Dekolonialen auch immer ein bisschen kurz kommt, ist die vierte Ebene, Sexualität.
Die sagen nämlich, dass lustigerweise zeitgleich auch die sogenannte Hexenverfolgung in Europa stattgefunden hat. Und das kann ja auch nicht ganz nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, es wurden Frauen und einzelne Männer, Heretikerinnen, in Europa verfolgt, weil sie Wissen über Reproduktion und Sexualität hatten, weil sie sich gegen die kirchlichen Doktrinen aufgelehnt haben, aber wie vor allem Silvia Federici, eine feministische Marxistin, argumentiert, weil sie sich gegen die neu beginnenden Produktionsmechanismen begonnen haben zu organisieren. Es waren früher politische Widerstände auch von Frauen getragen, mit der Verweigerung der Reproduktion und auch mit der Verweigerung des Waffendienstes von Männern, die in diesen Hexenprozessen verfolgt wurden. Ross Vogel nennt das den epistemischen Rassismus, Schrägstrich Sexismus. Also diese Schrägstrichbegriffe sind ein bisschen sperrig, aber ich finde, sie zeigen sehr schön, wie eng das verbunden ist und dass es eigentlich zusammengedacht werden muss. Bis heute, wenn wir über Sexismus und Rassismus sprechen. Sie sind nicht nur intersektional miteinander verbunden, verschiedene Dinge, die man verbinden kann, sondern sie sind quasi eins und miteinander entstanden. Sehr schön wird dieser epistemische Rassismus, Sexismus auch in diesem Bild aus dem 17. Jahrhundert deutlich, das kann man schlecht lesen. Unten steht Europe supported by Africa and America. Europa wird gestützt von Afrika und Amerika. Es ist wunderschön illustriert, wie, und das ist der fünfte Epistemizid-Genozid, den Feministinnen hinzufügen, wie in dieser Zeit auch ein Wandel im Naturverständnis sich etabliert, um die Natur zu unterwerfen. Ich habe das am Anfang kurz erwähnt, also diese Vorstellung, dass Mensch und Gott und Natur irgendwie zusammengehört, wird gebrochen zugunsten einer Vorstellung, dass der Mensch was Höheres ist, der sich die Erde untertan machen kann und sie auch ausbeuten darf und Ressourcen nutzen darf. Also es ist wirklich ein Bruch in der Kosmologie, in der Zugangsweise, auf den vor allem die Feministinnen hinweisen, weil sie sagen, dass diese Prozesse zusammengedacht werden müssen, die Unterwerfung der Natur als Ressource, die Unterwerfung der Kolonie und die Unterwerfung der Frau, was ich gerade erklärt habe oder erwähnt habe, mit den Hexenprozessen, den sogenannten Hexenprozessen in Europa. Alles sehr vernichtend in der Perspektive, aber es ist sozusagen ein theoretisches Argument, um zu verstehen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist und dass es nicht ausreicht, von Moderne zu sprechen und von Frieden und Demokratie in der Zukunft, sondern dass wir da tiefer gehen müssen. Ich habe Ihnen dann noch was mitgebracht als Bild, das ich zeitgleich entstanden und angewandt in Europa, wie die koloniale Expansion in die Amerikas mit den gleichen Mitteln, mit den gleichen Methoden. Führende europäische Philosophen wie Bacon oder Descartes, andere, haben durchaus die Hexenverfolgung in Europa gut geheißen und man findet viele Stellen, wie Merchant und Mies zeigen, wo die Ausbeutung der Natur und die Unterwerfung der Kolonien mit ganz ähnlichen Mitteln beschrieben und empfohlen wird, wie die Vernichtung und Verfolgung von Frauen und widerständigen Personen in Europa. Deswegen spricht dekoloniale Theorie von Modernität und Kolonialität. Das ist kein PowerPoint-Unfall, sondern der Versuch, diese Spiegelung zu visualisieren, diese Unterseite, die immer da ist, auch wenn wir sie nicht immer entziffern können. Ich wiederhole nochmal, man versucht zu sprechen von diesem Zustand als Doppelbegriff, Modernität, Kolonialität oder koloniale Moderne, ein bisschen einfacher. Und die sozusagen auf den kürzesten Nenner gebracht ist die These, dass dieser Teilung und Unterwerfung der Welt diese Rassifizierung und Sexualisierung zugrunde liegt, nämlich nicht nur von Wissen und von Menschen, sondern infolgedessen von Arbeitsteilung und von Ressourcenverteilung. Und das sehen wir bis heute, von der Organisation unserer Pflegearbeit bis hin zu Einkommensschere zwischen Nord-Süd. Das kann man auf viele, viele Bereiche runterbrechen, anwenden, sich durchdenken, was eigentlich unsere konkreten lokalen sozialen Probleme, in die wir intervenieren möchten, so oder so,
zu tun haben könnten mit dieser langen Geschichte eines tief verwurzelten Rassismus und Sexismus im globalen Maßstab. Und die Grundlage sind Gewaltprozesse, wie ich versucht habe zu zeigen, real physische direkte Gewaltprozesse, die aber immer auch verbunden waren und einhergehen mit sogenannten epistemischen Gewaltprozessen, also mit Gewaltförmigkeit, die im Wissen selbst wohnt. Und es ist nicht nur ein historischer Prozess, der geht natürlich weiter, in dem stecken wir mittendrin. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für Menschen, die, wie ich, an einem Friedensforschungsinstitut arbeiten oder für Melanie und andere, die an einer Friedensakademie arbeiten, für viele von Ihnen, die sich in irgendeiner Weise, wie ich annehme aus den Vorgesprächen, engagieren für Bildung, für Wissen, für Friedensaktivitäten verschiedenster Art. Ich habe jetzt keine Rezepte, keine To-Do-List, das ist immer recht unbefriedigend bei theorielastigen Vorträgen, das weiß ich, aber ich hoffe, es bietet ein bisschen Anregung für Sie, um mitzudenken, was das für Ihren konkreten Bereich bedeutet. Ich versuche es jetzt noch, Zeit ist noch genug, oder vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück, das war jetzt sozusagen der zweite große Bereich der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein. Möchten Sie da vielleicht was zwischenfragen, etwas, was Verständnisfragen, die wir noch klären müssen, bevor es weitergeht, wir uns ansehen können, was das für konkrete Bildungsprozesse bedeutet. Ich habe mir drei Felder rausgesucht, von denen ich ein bisschen eine Idee habe, wie sie funktionieren und was daran problematisch sein könnte. Zur Kultur des Friedens hat das Zentrum, an dem ich arbeite, ein Buch herausgegeben, auch zur Menschenrechtsbildung. Global Citizenship Education ist etwas, was Kolleginnen von mir dort auch machen, wo ich aber nicht so nah involviert bin. Ich versuche trotzdem, das ein bisschen heranzuziehen. Die beiden Jahrbücher, die Sie dann sehen werden, kann man auch online einsehen und downloaden über die Uni Klagenfurt, Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung. Ich habe da noch einen Link, den Sie sich mitschreiben. Die Seite wird dort umgebaut, das ist leider nicht sehr leicht, aber sonst gerne beschreiben. Gut, ich habe hier drei große Initiativen ausgesucht, die ein bisschen diese Widersprüchlichkeit illustrieren können. Das sind Initiativen, wo viele Menschen mit viel Wissen und viel Herzblut und viel Engagement etwas auf die Beine gestellt haben, und ich möchte zeigen, wie schwierig das ist und dass man trotzdem dieser Kolonialität, die ich gerade geschildert habe, sehr schwer auskommen kann und dass wir in dieser Widersprüchlichkeit uns bewegen. Diese Kultur des Friedens ist ein UNESCO-Programm, das vielleicht einige von Ihnen kennen, in den 90er Jahren entwickelt, und 2000 bis 2010 gab es eine sogenannte Dekade, und wir haben in unserem Jahrbuch 2010 ein bisschen eine Rückschau gehalten und analysiert, was das war, und ich habe aus meiner Perspektive dieser epistemischen Gewalt, die ich damals begonnen habe zu entwickeln, also das, was ich jetzt erzählt habe, ist Jahre später in meinem Kopf passiert. Aber trotzdem sehe ich im Rückblick, dass da viele schon drin war, an Unbehagen und an Ideen, die ich jetzt mit Ihnen teilen möchte. Was war diese Kultur des Friedens? Ich glaube, es ist ganz gut so schnell zum Drüberschauen nachvollziehbar. Es ging darum, Bildung zu forcieren, Entwicklung zu forcieren, Menschenrechte, Demokratie, Solidarität, Geschlechtergleichberechtigung, Friedenssicherheit. Viele Dinge, für die Menschen seit Jahren kämpfen und die in dieser Kultur des Friedens auf UNO-Ebene sehr stark gefördert und promotet wurden und auch sich in Resolutionen und Deklarationen geäußert haben. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist überhaupt dieser Kulturbegriff in den internationalen Beziehungen so attraktiv geworden in den 90er Jahren? Das war ja nicht wirklich von vornherein so gedacht. Internationales politisches Staatensystem, das mit Kultur bis dahin nicht so viel anfangen kann. Über wessen Kultur wird da eigentlich verhandelt und über wessen Frieden? Was ist mit dem Konzept passiert, seit sehr engagierte Menschen es erfunden haben, bis hin zur UNO-Resolution? Das ist ein langer Weg, auf dem einiges passieren kann. Wer spricht hier für wen? Und letztlich,
Wissen wir, was Frieden ist, wenn wir wissen, was Kultur ist? Das ist das so ein bisschen die Annahme, die darunter liegt, in einem Programm der Kultur des Friedens. Und verstehen Sie mich ja bitte nicht falsch, ich arbeite an diesem Zentrum, das dieses Konzept auch mitträgt und mitentwickelt hat, Kollegen von mir. Und allein meine Arbeit an Wissensproduktion versteht sich als Teil einer Kulturarbeit, die mit Politik zu tun hat. Das ist aber der Versuch einer kritischen Selbstreflexion oder eines Ausdehnens unserer selbstverständlichen Begrifflichkeiten. Der Kulturbegriff hat geboomt in einer Phase zwischen Ende des Kalten Krieges und dem sogenannten 9-11. Und das ist auch die Phase, in der die Kultur des Friedens Dekade entstanden ist, entwickelt wurde. Einige von Ihnen kennen vielleicht Samuel Huntington. Das Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe in den internationalen Beziehungen. The Clash of Civilizations, ganz toll. Der Titel, der Kampf der Kulturen, heißt noch furchtbarer auf Deutsch. Und es ist sehr stark rezipiert worden, auch kritisiert worden. Aber letztlich, was passiert ist, ist eine sehr selektive Rezeption des Kulturbegriffs in dem, was internationale Politik ist und auch in der Wissenschaftsform. Mahmoud Mandani sagt dazu, nicht mehr der Markt, Kapitalismus, nicht mehr der Staat, Demokratie ist sozusagen die wichtige Einheit, sondern Kultur wird zur wichtigen Einheit, zur Erklärung des Politischen. In diesem Verständnis der Moderne, wie ich sie vorher kritisch dargestellt habe, also in diesem abgeschnittenen, von Kolonialität abgeschnittenen Verständnis der Moderne. Wendy Brown fasst das sehr schön in ein Zitat, dass wir eigentlich einen sehr zweigesichtigen, janusköpfigen Kulturbegriff haben, wenn wir über Kultur in der Politik reden. We have culture, but culture has them. We have, but they are a culture. Also man geht davon aus, dass die einen, die über dieser Linie stehen, oben bei Descartes, einen gewissermaßen einen Hochkulturbegriff vertreten, der auch expandiert, in die Welt gebracht werden soll. Aber wir kennen das nur allzu gut aus aktuellen Debatten. Da gibt es die anderen, die sind so in ihrer Kultur gefangen und deswegen tun sie dieses oder unterlassen jenes. Ich glaube, das ist ihnen vertraut, diese Argumentation. Kultur ersetzt immer öfter reale Machtverhältnisse in der Debatte. Hegemoniales, Gewöhntes wird universell und sogenannte Minderheitenpositionen werden zu Partikularitäten, zu Besonderheiten erklärt, für die man dann immer Sonderregelungen finden muss, aber in diesem Kulturparadigma sind die dann ganz speziell verortet. Geht auch einher, wenn man das jetzt als UNO-Deklaration und so weiter betrachtet, eine Verschiebung von einer Debatte über ein möglicherweise legitimes Widerstandsrecht hin zu einer kulturellen Gewaltneigung, die vor allem verortet wird. Und auf der anderen Seite der Appell an eine Verantwortung für Frieden und Gewaltlosigkeit im globalen Norden, die aber sehr individualisiert und sehr normalisiert herkommt. Warum ist das geschehen oder was ist mit dem Konzept geschehen? Begonnen hat es in den 80er Jahren mit der ganz konkreten Gewalterfahrung lateinamerikanischer Diktaturen und haben sich grassroot-mäßig viele Menschen zusammengeschlossen, um dieses Konzept zu entwickeln, haben Millionen von Unterschriften weltweit sammeln können. Und der erste Titel hieß auch von einer Kultur des Krieges zu einer Kultur des Friedens. Innerhalb weniger Jahre auf UNO-Parkett in Verhandlungen ist daraus was geworden, was Sie hier lesen können. Die internationale Dekade der Förderung einer Kultur des Friedens und Gewaltlosigkeit für die Kinder der Welt. Schön, aber irgendwas ist da verloren gegangen. Wessen Gewaltlosigkeit, welche Kinder der Welt und wo ist die Kultur des Krieges? Nicht zuletzt USA und Europäische Unionsstaaten haben dafür gesorgt, dass die Kultur des Krieges systematisch rausgeschrieben wurde aus den Anfangsdokumenten. Ich glaube, das spiegelt schon ein bisschen das, was ich zuvor gesagt habe, Abspaltung, wo ist Frieden, wo ist Gewalt, wo ist das erkenntnisfähige Subjekt, wo sind die, die der Gewalt unterworfen sind, die zu retten sind. Eine strukturelle Gewaltkritik, die am Anfang des Konzepts stand, ist so geschrumpft worden, ist eingelegt worden und ein bisschen zugespitzt, sage ich, es ist eine Pädagogisierung des Politischen rausgekommen am Ende dabei, wenn man nicht von der Gewaltlosigkeit der Kinder der Welt spricht und nicht mehr ausgeht von einem gewaltförmigen System, das die Menschen in den 80er Jahren in Lateinamerika
aus gutem Grund artikuliert haben. Länder des Südens waren die ersten, die das mit implementiert haben. Auffällig ist auch, dass ein US-Amerikaner sozusagen zum Gesicht wurde. Fast alle Publikationen, die man findet zum Konzept, sind von David Adams, obwohl Hunderte daran mitgewirkt haben. Das habe ich schon genannt, die Entwendung der Beteiligung von politischer Gewalt im globalen Norden. Politischer Aktivismus wird zur Friedenskultur ein bisschen gezähmt. Und das alles mit der Wiederbelebung von Begriffen wie Gewalt, Freiheit, Fortschritt, Entwicklung, die uns aus diesem Terrain vertraut sind und die auch wichtig sind, bitte mich hier nicht falsch zu verstehen, auch die Frage ist, wie werden sie interpretiert und wie werden sie in solche Dokumente gegossen und wofür werden sie dann funktionalisiert, wofür werden sie eingesetzt. Man kann heute sehr gut mit Demokratie und mit Entwicklung Kriege anzetteln, rechtfertigen und alles andere, alles mögliche andere mobilisieren. Aus meiner Sicht und aus meiner Position für ein Plädoyer, für einen weiten Gewaltbegriff, ist hier eine Verengung des Gewaltbegriffs vorgenommen worden und das ist eindeutig ein Instrument der Politik der kolonialen Moderne. Ich habe hier den Global Peace Index Version 2018 noch reinprobiert. Also wenn ich das zuvor gesagt habe mit diesem Global Peace Index gegenlese, ist noch ein bisschen auffällig, dass eine sehr hohe Friedensneigung in Europa verortet ist. Das widerspricht sozusagen diametral der dekolonialen Perspektive, die sagt, wenn wir einen weiten Gewaltbegriff zur Anwendung bringen und auch Wissensproduktion mit einbeziehen in unsere Überlegungen, dann stimmt irgendwas mit den Farben dieser Karte nicht. Dann müsste die Gewaltneigung, die Friedensneigung, die Möglichkeit zum einen und zum anderen ein bisschen anders verteilt sein auf der Welt. Ja, und die letzte Frage, wissen wir, was Frieden ist, weil wir wissen, was Kultur ist? Werner Wintersteiner, der das Buch vor allem herausgegeben hat, sagt zu Recht, dass das beide sehr moralisch überladene Begriffe sind, die viel verwendet werden. Interessanterweise ist die Dekade und das Programm kaum analysiert worden. Unsere bescheidene Klagenfurter Publikation zählt zu wenigen, die mir bekannt sind, die da versuchen, ein bisschen analytischen Blick drauf zu bringen. Die politisch dominierte Friedensforschung hat einen diffusen bis problematischen Kulturbegriff. Insofern wird vielleicht auch ein diffuser bis problematischer Friedensbegriff rauskommen, wenn wir uns dazu eng dran halten am Handeln et al. So wie das in den internationalen Beziehungen rezipiert worden ist. Und nicht vergessen dürfen wir, dass die Kultur, dieser Begriff, eigentlich erst mit dem modernen Nationalstaat dahergekommen ist, im 18. und 19. Jahrhundert. Selbstverständlich haben Menschen zuvor auch Kultur produziert in unserem heutigen Verständnis, aber es wurde nicht so gewahrt. Also Kultur geht einher mit Nation und geht einher mit der Etablierung der modernen Wissenschaften, die dann in akademischen Disziplinen schön sortiert nach Europa, außer Europa und sonst wo sich überlegt haben, wo ist welche Kultur und wie sieht die aus. Und das alles in der Hochblüte des europäischen Kolonialismus. In dieser Debatte der Kultur des Friedens wird Zivilisation, also von Zivilisation auch so mit durch die Hintertür durch den Kulturbegriff, das sehr nahe liegt an dem Paradigma der Säkularisierung, der eurozentrischen Einheitszivilisierungsmission, da gibt es auch den französischen Eigenbegriff der Mission Civilatrice. Und, wie Wendy Brown schön gezeigt hat, Kultur wird nie für alle Menschen gleich gedacht, sondern entlang dieses zuvor geschilderten Abgrundes der kolonialen Moderne differenziert. Wo ist welche Kultur und wer ist auf Basis dessen zu welchem Frieden fähig oder auch nicht fähig und wer ist auf Basis dieser Vorstellung berufen, fähig und auch legitimiert, diesen Frieden in welcher Form auch immer in Ruhm zu bringen. Das heißt mit Bildungsprogrammen, mit Wissenschaft, mit politischen Interventionen oder anderen. Ich glaube, es ist schon, wann haben wir denn begonnen? Ich würde vielleicht die zwei anderen jetzt überspringen, weil ich doch sehr viel Input gegeben habe, um zu einem Abschluss zu kommen, versuchen. Und wir können das gerne noch vielleicht ein bisschen einfließen lassen. Ja, vielleicht möchte ich doch noch sagen, ja,
ganz im Überflug. Menschenrechtsbildung. Menschenrechtsbildung ist ein weiteres Programm, das auf UNO-Ebene sehr stark verhandelt wurde, auch mit sehr vielen Grenzen und Widerständen. Menschenrechtsbildung ist etwas, was nur auf Grundschulebene wirklich politisch auch durchsetzbar ist. Es ist ganz schwierig zu argumentieren auf Hochschulebene. Da sieht man dann wieder eine deutliche Teilung, also wessen Wissen, wessen Bildung und bis wohin dürfen die Menschenrechte gehen. Ein bisschen tiefer und aus meiner Sicht im Sinne der kolonialen Moderne oder post- oder dekolonialer Perspektive substanzieller ist Global Citizenship Education, das neueste der drei Programme, die mir bekannt sind. Die versuchen, diese Ansätze schon zu integrieren, stoßen aber auch auf Widerstände und Widersprüche. Und da gibt es zwei gute Publikationen, auf die ich hinweisen möchte, die das explizit aus post- und dekolonialer Perspektive diskutieren, wenn da jemand sich vertiefen möchte. Aber das wäre quasi einfach nochmal an zwei anderen Programmen das Argument ausgeführt, das ist jetzt nichts substanziell Neues. Dieses letzte Zitat möchte ich noch schnappen, um die Überleitung hinzukriegen, nämlich Boaventura de Sousa Santos sagt, wir können uns als Intellektuelle in Europa zum Beispiel durchaus revolutionäre Ideen ausdenken, blöderweise müssen wir das in überwiegend reaktionären Institutionen tun. Und damit komme ich zu so einer Institution, mit der ich das nochmal ein bisschen visualisieren möchte, was ich erzählt habe. Wer von Ihnen hat eine Idee, wo das ist? Das kann man. Da gibt es Hinweise. Und wer hat eine Idee, was das ist? Vielleicht. Finnland. Griechenland. Wieder? Finnland. Nein. Griechenland. Gerade viel in den Zeitungen. London. British Museum. War jemand von Ihnen schon drin im British Museum? Wer hat eine Erinnerung? Das British Museum, also es verkörpert einen, ich würde sagen, einen säkularen Tempel des Wissens, gibt es ja vor allem irgendwie ein Tempel auszusehen. Auch hier die Übertragung des religiösen in ein säkulares Paradigma. Und es hat eine fantastische Eingangshalle, das British Museum. Man steht dort sprachlos. All die Raubgüter der Welt liegen einem zu Füßen, man darf gratis rein und durchspazieren, allerdings ohne viel Anleitung. Es ist ein bisschen wie Disney World. Man sieht sich die Steine von den Osterinseln, die toten Massen von weiß nicht wo. Also wirklich Raubgut der feinsten, besten Art, verdichtet in einer Metropole des globalen Nordens. Steht ein bisschen sinnbildlich auch für das, was ich vorher über Wissen im Allgemeinen gesagt habe, aber Bildung und Wissen und Schule und Uni kann man halt schon schwer visualisieren, deswegen habe ich mich für das Museum entschieden. Und in diesem Museum, wenn man da drüber, Sie sehen, die Menschen sind klein, das Museum ist groß. Sie sehen einen ganz kleinen Schriftzug, kann denn jemand lesen? Da geht man drüber und dieser Schriftzug lautet: And let thy feet, millennium's hands, be set in midst of knowledge, soll heißen, so lass deine Füße auf Jahrtausende hinweg inmitten des Wissens stehen. Und für mich, als ich das Museum besucht habe, in der Zeit, wo ich begonnen habe, mich mit epistemischer Gewalt substanziell auseinanderzusetzen, war das sehr spürbar, sehr eindrücklich, was das bedeutet, in so einer Institution des Wissens in Europa zu stehen, dieses Wissen in Form von Artefakten, in Form von Kulturgütern zu haben, zugänglich zu haben, nicht wirklich zu wissen, wie es dahergekommen ist, es trotzdem als europäisches Besitztum anzusehen und diese Dimension des Wissens und der Bildung und des Verfügens über Wissens hat für mich da eine ganz andere Dimension bekommen und im Sinne dessen, was ich vorher versucht habe zu erzählen, Kolonialität, der globalen Moderne, die Problematik der Verbindung von Gewalt und Wissen, die tiefe Imprägnierung unserer Wissensbestände durch diese Geschichte ist mir in diesem Spruch sehr verdichtet, bewusst geworden und vielleicht kann ich das Ihnen so als letztes Bild mitgeben, nicht als Frustration oder als Resignation, sondern als
Herausforderung, wie wir damit umgehen, weil wir befinden uns alle auf diesem sogenannten epistemischen Territorium der Moderne, wo Lander Vasquez das sagt. Und weil ich halt versucht habe, ein bisschen gegen den Strich zu lesen und zu sprechen, mache ich das auch noch mit der letzten Folie, bitte von rechts nach links denken. Das, was ich versucht habe, Ihnen nahezubringen, in einem größeren Rahmen von Friedensforschung, wie ich sie verstehe, ist von einer Befriedungsforschung ein Stück weit wegzukommen. Das ist sie auch in großen Teilen, nicht zuletzt auch durch das Wissenssystem und das politische System, in dem wir uns befinden. Wer macht Friedensforschung mit welchem Geld, für welche Ziele? Das ist ein Forschungsbereich, der sehr an der kurzen Leine gehalten wird, wo man auf sogenannte Drittmittel angewiesen ist, wo man da vielleicht sich nicht so genau überlegt, wessen Geld ist es und für welche Ziele ist es jetzt eingesetzt, meine Forschung. Viel davon ist aus meiner Sicht die Befriedungsforschung. Mir würde vorschweben, etwas wie Friedensforschung. Das bedeutet im Sinn von Richard Jackson, nicht nur friedlich Forschung zu betreiben, sondern auch Interessenskonflikte sichtbar zu machen, konkret zu machen und dabei selbst als Forscherin oder als Lehrerin oder als Mitarbeiterin einer NGO oder wo auch immer sie stehen, Positionalität einzunehmen und auch über ihre eigene Positionierung nachzudenken, über die Widersprüchlichkeit, über die Privilegien, die man hat, mit denen man was bewirken kann, aber vielleicht auch über die Marginalisierungen, die damit einhergehen und warum man an Grenzen stößt oder welche anderen Grenzen das sind, die ich zuvor diskutiert habe. Ja, und in diesem Sinne bedeutet die sogenannte, von der Perspektive geforderte Dekolonisierung von Machtwissen und Sein eben diese Auseinandersetzung auf dem epistemischen Territorium der kolonialen Moderne, in dem wir uns heute immer noch befinden und das Verbündete und Allianzen und Raum und Zeit für Reflexion und für Diskussion braucht. Und ich bedanke mich